Herzlich willkommen zu dieser kleinen Mod-Vorstellung. Es geht hier um den ICE-T für Frankfurt-Fulda und mein guter Freund, der Jusi, der auch bei mir Moderator ist in meinen Livestreams, hat eine Mod veröffentlicht für die Bahnpfusch-Hochschule. Link dazu in der Videobeschreibung. Und diese Mod macht etwas ziemlich Cooles. Die macht aus der Baureihe 411 eine Baureihe 415. Wir sehen es nämlich hier, die 415, hier auch mit der richtigen Anschrift. Ist jetzt im Grunde genommen als Mod erschienen. Der Unterschied zwischen der Baureihe 411 und der 415 ist der, dass der 411er siebenteilig ist. Die Variante Baureihe 415 ist tatsächlich nur fünfteilig. Und ein weiterer Unterschied ist, dass der 411er ein richtiges Bordrestaurant hat. Der 415er hat in Realität nur ein Bordbistro. Das ist jetzt an dieser Stelle nicht angepasst, aber ich finde das nicht weiter schlimm. Denn wenn wir uns das angucken, das ist halt einfach die siebenteilige Variante, kann man sich ganz einfach im Free-Roam-Modus spawnen lassen, die fünfteilige Variante 1, 2, 3, 4, 5 und kann ganz normal mit dem unterwegs sein. Ne, im Free-Roam-Modus kann man das dann einfach machen, dann steigt man hier einfach ein, öffnet die Türen. Schließt sie wieder und dann funktioniert alles andere ganz normal wie beim 411er auch. Wir setzen uns hier hin, wir drehen den Fahrtrichtungsfender nach vorne, wir machen die PZB und LZB an, wir setzen uns eben kurz mal eine Route. Wie fahren wir denn, wo stehen wir denn, wir stehen da rechts auf dem Gleis, dann geht es hier lang, ja, und dann können wir einfach mal als Ziel einfach mal das hier setzen. So. Dann dürfte das Signal sich umstellen. Neigetechnik machen wir auch an. Und auf geht's. So. Und so haben wir nun im Grunde genommen ein weiteres Fahrzeug im TSW als Mod. Ich glaube, man kann es sich in diesem Sinne auch auf der Konsole relativ leicht... Jetzt habe ich aus Versehen die Fahrtrichtung umgestellt. Man kann in diesem Sinne, glaube ich, im Formations Designer... Ja, Neigetechnik. Was will er denn? Man kann sich im Formations Designer das, glaube ich, auch mehr oder weniger selbst so zusammenstellen. Das dürfte auch funktionieren, denke ich mal. Aber so haben wir das ganz einfach als Mod direkt drin. Und vor allen Dingen der Unterschied ist eben, bei der Mod ist es dann so, dass wir auch dann eben die entsprechenden Anschriften haben als 415er. Und eben nicht die 411er Anschrift. Genau, also so viel dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese kurze kleine Mod-Vorstellung hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da beim Modder auf seiner Modding-Seite, wenn ihr am PC seid und euch das Ganze runterladet. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist halt einfach ein weiteres Fahrzeug, das wir im Fahrplanmodus drin haben. Wobei ich mich jetzt eine Sache frage, ob man das Ganze auch im Fahrplanmodus einfach auswählen kann als Substitution für die 411er. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wisst ihr was? Ich gehe mal eben ins Menü zurück und dann schaue ich mir das an und erzähle euch das. Okay, so, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ihr seht es da rechts. Wir können jetzt nicht den 415er als Substitution anwählen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das Fahrzeug eine andere Länge hat, beziehungsweise eine andere Anzahl an Wagen hat als der 411er. Und das führt dann immer irgendwie zu technischen Problemen im TSW. Naja, aber auf jeden Fall Baureihe 411 als Mod. Sehr, sehr cool. Mir gefällt es sehr. Haben wir einfach mal ein weiteres Fahrzeug mal ebenso dazu bekommen. Auch wenn das mit dem Bordrestaurant nicht 100% passt. Aber ich finde, da kann man beide Augen mal zudrücken. Da gibt es sicherlich Schlimmeres. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.